Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Galactic Civilizations 4. Das wird voraussichtlich das letzte Let's Play in der Beta sein, Beta 3, Version 0.92. Weil in knapp 2 Wochen ist ja der Release geplant. Okay, neues Spiel. Wir werden in dieser Partie den Manticluster spielen. Das sind ja aquatische Wesen, also Wasserwesen, die sehr gerne auf Wasserplaneten leben. Da kriegen wir dann einen deutlichen Zustimmungsbonus. Und wenn wir auf Nichtwasserwelten sind, einen Malus. Dann haben wir als Fähigkeiten Paranoid, unsere Planeten, Schiffswerften, Sternenbasen. Die bekommen Drohnen, die sie verteidigen. Und wenn wir innerhalb unserer eigenen Grenzen sind, erhalten unsere Schiffe plus 25% Hitpoints. Dann sind wir Krieger. Wir ignorieren 10% sämtlichen Schadens, den wir bekommen. Und alle unsere Waffen haben eine um 10% erhöhte Reichweite. Das andere hier, das ist standardmäßig. Also wir beginnen mit einem Kolonieschiff und einem Aufklärungsschiff. Und mit einem Forschungsschiff, um Anomalien zu erkunden. Ideologie, Transparenz. Also wir glauben ja daran, dass Transparenz halt eine gute Sache ist und halten auch dann daran fest, wenn es zu Skandalen führt. Ja, aquatisch hatte ich ja schon erklärt. Und ja, dann geht's weiter. Wir können jetzt unsere Ziff noch im Detail einstellen. Und ja, wir sind produktiv. Produktion plus 5%. Dann haben wir couragiert. Verteidigung gegen Invasionen plus 10%. Das nehme ich raus. Ich bin mal so optimistisch, dass wir so erfolgreich spielen werden, dass wir eher in der Offensive sind, statt in der Defensive. Ich hoffe, ich behalte dort recht. So. Dann haben wir noch, dass wir Überredungskünstler sind, plus 10. Das lassen wir ruhig mal drin, das ist ganz spannend. Und dann Veteranen, Erfahrungspunkte plus 20%. Ja, wir sind ja schon Krieger. Dann nehmen wir hier noch den Veteranenstatus mit rein. Das passt doch ganz gut. Also, wir überzeugen die Gegner durch unsere militärische Stärke. So, dann Galaxieeinstellungen. Einmal auf Standard zurücksetzen. Wir spielen nicht auf Schwierigkeitsgrad einfach, sondern ja, hier wäre normal, eine Stufe über normal. Eventuell würde genial auch gehen, aber ich möchte jetzt nicht das Risiko eingehen, dass wir beim Let's Play sofort auf die Nase kriegen. So, andere im Sektor, dass wir da am Anfang nicht alleine sind. Spielgeschwindigkeit und Forschungsgeschwindigkeit normal. Ja, aber die Spielgeschwindigkeit könnten wir halt unsere Produktion steigern. Dann Anzahl Sektoren. Wir nehmen die zweitgrößte Einstellung. Größe des Startsektors auf Mittel. Sternenfrequenz gelegentlich. Und Welten ja auf der vorgegebenen Standardeinstellung. Wohnbare Welten, auch Standardeinstellung. Extremwelten, das sind dann Planeten, die wir am Anfang nicht kolonisieren können, beziehungsweise als Manticluster können wir natürlich Wasserwelten kolonisieren. Wir können uns jetzt hier einen unfairen Vorteil verschaffen, indem wir das hochschrauben. Aber das mache ich nicht. Alles bleibt auf der Standardeinstellung. Nebenzivilisationen, ja, mal einen Ticker nach oben. Und Weltraummonster, Piraten, Sentinels,
auf der Standardeinstellung. Anomalien und Ressourcen. Das bleibt alles normal. Wir werden aber herausnehmen Tech Brokering. Also den technologischen Handel zulassen. Aber es können nur diejenigen, die die Technologie auch wirklich entwickelt haben, die Technologie handeln. Diejenigen, die sie dann bekommen haben, können sie nicht weiter handeln. KI-Gegner können aufgeben und dann ihre Kolonien ja weitergeben. Das ist standardmäßig so eingestellt und das lassen wir auch so. Dann haben wir in unserer Kontrollzone keinen Nebel des Krieges. Kriegsbedingungen alle aktiviert, also wir können ja alle Gegner einfach besiegen. Dann gibt es einen Einflusssieg. Ja, wenn wir nach einem Zeitlimit am meisten Punkte haben, dann gewinnen wir und halt Prestige-Sieg. Dann müssen wir auf 1000 Prestige-Punkte kommen, dann haben wir auch einen Sieg davongetragen. Gegner. Ich noch mal eine Sache. Ja. Keine Sorge, wir müssen jetzt nicht alles neu einstellen. Aber wir müssen die Mantie noch mal neu auswählen. Das ist leider noch ein kleiner Bug, der da drin ist. Ja, da sind die Menschen hier im Vorrat und die Mantis nicht mehr. Übrigens hier, unsere selbst erstellte Fraktion, die Chill and Relax Group, die könnte hier bei den zufälligen Gegnern dabei sein. Ja, sind wir mal gespannt. Vielleicht sind sie mit von der Partie. Ansonsten haben wir auf jeden Fall Lord Krona dabei. Und ja, lass uns ansonsten überraschen. Spiel beginnt. So, und da sind wir in unserem Heimatsystem gelandet. Eine Wasserwelt neben der anderen. Ah. Und da haben wir sogar noch eine dritte Wasserwelt. So. Ja, dann legen wir mal los. Wir haben, wir werfen mal einen Blick auf unsere Kommandoschiffe. Da haben wir nämlich als Mantiklaster die Eigenschaft, die Besonderheit, dass alle unsere Schiffe ein Aufklärungsmodul haben, ein Forschungsmodul. Ah, das sieht man da. Survey Ship. Und ansonsten, dieses Schiff hier hat plus eine Sensorreichweite. Das Schiff hat wahrscheinlich einfach, dass es stärker kämpfen kann. Und das hier kriegt auch mal, dann kriegen wir einen Forschungspunkt, wenn wir eine Anomalie erkunden. So. Das schon mal im Hinterkopf behalten, dass wir uns dort ein weiteres Forschungsschiff schnappen können. Dann müssen wir einfach einen Anführer rekrutieren hierüber. Ah. Kostet natürlich 263 bis 450 Credits. Oha, sind die loyal, die Leute, ja. 30 ist so die Schwelle, auf der man dann Angst haben muss, dass sie einem shiften gehen. Ministerien können wir bestellen, also da brauchen wir auch dann jeweils einen Anführer für. Gouverneure. Ja, da reicht erstmal einer. Wir werden jetzt erstmal keine zweite Kernwelt errichten. Man braucht immer einen Anführer, den man dann als Gouverneur zuweist. So, ansonsten haben wir erstmal keinen Kulturpunkt, den wir vergeben können. Das wird dann später relevant. Exekutivbefehl. Wir haben 100 Kontrolle. Und können jetzt 33 ausgeben für ein weiteres Kolonieschiff. Jawohl. Wir haben jetzt zwei Kolonieschiffe. Und das Symbol, das zeigt an, dass dort mehrere Schiffe übereinander sind. Also hier ist einmal ein Forschungsschiff und ein Kolonieschiff auf dem gleichen Spot. Ein Aufklärungsschiff und ein weiteres Kolonieschiff. Ja, dann werden wir, denke ich, mit unseren Kolonieschiffen
hier die Wasserwelten kolonisieren. Und ansonsten Galactic Achievements natürlich ganz wichtig. Mit dem ersten, Orb of Dragonoid, werden wir sofort anfangen. Dann müssen wir die Galaxie nach Anomalien erkunden. Dann, wenn wir entsprechende Anomalien gefunden haben, dann können wir ein Artefakt benutzen, um ein Taschenuniversum zu öffnen. Und dann müssen wir noch irgendwie an Orb of Dragonoid rankommen. Also wir beginnen ja auf jeden Fall direkt mit. Ja, und da ist dann schon die Rede davon, von einer ultimativen Kraft im Universum. Und das wären wir natürlich gerne. So, Aufklärungsschiff. Das ist interessant. Hier so ein Inka-Stern, der deutet an, dass es dort Prometheon gibt. Eine strategische Ressource, die sehr rar ist. Ach, da haben wir es nochmal. Okay, also zweimal in unserem Startsektor. Das ist schon mal gut. Ja, am Anfang geht es halt darum, ja, um gute Kolonien sich zu bemühen, dass man da den Gegnern voraus ist und dann natürlich auch mit Sternenbasen strategische Ressourcen zu ergattern. So, Aufklärungsschiff geht erstmal nach da oben. Mal ein bisschen vorsichtig, ich muss eine Kleinigkeit einstellen. Das ist mir hier doch ein bisschen zu wild. Jetzt ist es besser. So, Forschung. Oh, direkt eine seltene Technologie. Produktion plus 5%. Ist das wirklich so gut? Ja, die Technologie werden wir selten zu Gesicht kriegen. Je seltener Technologien sind, desto seltener werden die auch hier angeboten. Hier kriegen wir aber sofort zwei freie Constructor. Das ist halt viel besser. Ja, die Fähigkeit erforschen wir, Constructor zu bauen. Und damit dann Sternbasen aufzustellen. Aber wir kriegen auch direkt zwei. So, dann haben wir das. Politiken. Ja, wir können erstmal nur eine Politikkarte vergeben. Unterwasserwelten. Zwei Bevölkerungslimit. Dann haben wir eine Sicherheitslichter oder Überwachungsanlagen. Kriminalität minus 5%. Und hier haben wir die Fähigkeit, zusätzliche Credits zu bekommen für Umweltverschmutzung. Und Herzen des Imperiums. Einflusswachstum plus 10%, Bruttoeinkommen plus 10%. Ja. Also hier die plus 2, die brauchen wir wahrscheinlich nicht. Bevor wir das hier entscheiden, werden wir erstmal einen Blick werfen auf unsere Heimatwelt. Ja, und da sehen wir doch wunderbar, dass wir auf einer Wasserwelt sind. Da können wir bekommen Aurorus Arboretum. Es gibt dann auch noch mal plus 10% auf Tourismus. Aber kann man zusätzliche Einnahmen generieren und seine Grenzen schneller ausdehnen. Dann haben wir hier eine Einflussverbesserung, die auch noch Zustimmung gibt und plus 1 auf Compassion. Okay. Unsere Bürger sind bis jetzt glücklich. Ah, wir sind auf einem Wasserplaneten, das gibt plus 10% Zustimmung. So. Was halt gut wäre, hier wirklich auf die 100% zu kommen.
Weil wir verlieren aktuell etwas an Produktion und etwas an Wissenschaft. Für die anderen Erträge, Einkommen, Nahrung und Einfluss ist die Zustimmung egal. So, Steuersatz ist auf 31%. Okay. Hier würden wir angrenzend bekommen, plus 2 auf Tourismus, plus 1 auf Zustimmung. Und auf dem Feld kriegen wir plus 2 auf Zustimmung. Ah, wir können aber. Oh, wir können doch schon einen Unterhaltungsdistrikt bauen. Okay, dann werden wir hier bekommen plus 6% auf Zustimmung. Das heißt im Umkehrschluss plus 6% auf Produktion und Wissenschaft. Okay, also ich habe ein bisschen herumgetüftelt und das hat mir ein bisschen zu lange gedauert. Ich habe euch da mal kurz rausgenommen. Und zwar, wenn wir jetzt so vorgehen, wir werden erstmal die Steuern senken. Ja, wir würden bei mittleren Steuern halt 5 Credits pro Runde machen. Und bei niedrigen Steuern nur 1,4. Aber wir haben ja direkt die höhere Zustimmung. Und können dann hier erstmal die, ja, die Zustimmungsprobleme nach hinten stellen. Kümmern uns erstmal um unsere Produktion. Und da werden wir hier ein Industriezentrum platzieren. Und dann hier Produktionsdistrikte. Ja, erstmal hier schön für Produktion sorgen. Eventuell kommt auch noch was anderes dazu. Dabei können wir ja hier entsprechend noch umplanen. So. Dann haben wir das. Und dann Politikkarte. Ja, das macht halt jetzt wenig Sinn. Ich kann euch das trotzdem mal zeigen. Ja, da, aufgrund des niedrigen Steuersatzes kriegen wir halt von den plus 5 nur 10%. Aber wir erhöhen die Umweltverschmutzung um 30% auf unseren Welten und kriegen dann dadurch wesentlich weniger Nahrung. Also das macht gerade keinen Sinn. Kriminalität reduzieren brauchen wir nicht. Cap erhöhen brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ja, wir sind bei 5 von 12, also kein Problem. Ja, machen wir es erstmal so. Dann Anführer. Wir können auf jeden Fall ein Forschungsminister wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Mit etwas Intelligenz. Was haben die denn hier noch für Spezialfähigkeiten? Plus 2 auf Sozial und plus 2 auf Überreden. Okay. Dann haben wir hier. Ah, okay, den Diplomaten werden wir jetzt erstmal nicht zuweisen. Aber der erhöht dann die Verteidigungsstärke der zugewiesenen Zivilisation. Und ja, da wird wohl irgendwas mit. Ja, irgendwelche Events passieren. Negative Events. Wenn der als Gouverneur zugewiesen wird, wahrscheinlich. Und hier haben wir. Ja, dass wir das Culture Flippen der anderen Welten beschleunigen können, wenn er als Diplomat zugewiesen wird. Ja, große Intelligenz haben wir jetzt hier nicht am Start. Aber ein Anführer mit 6 Intelligenz für 309 Credits. Ja, okay. Eventuell verzichten wir auf den Finanzminister, Technologieminister. Dann können wir ein weiteres Kommandoschiff
Überblick von Anfang an haben und die Kommandoschiffe können Anomalien erforschen. Das ist wahrscheinlich sogar erstmal besser. Wir haben noch 691 Credits. Beide können wir uns nicht leisten. Wir müssen uns für einen entscheiden. Ja, wir holen uns den für 263 Credits. Und dann werden die beide hier zugeordnet. Wir holen uns das Kommandoschiff, das uns dann noch zusätzliche Forschungspunkte gibt. Und hier haben wir plus 1 Sensorreichweite. Und das Schiff ist halt stärker im Kampf. Dann holen wir uns das auch noch. Okay. So. Dann. Kolonie-Chef. Haben wir da. Okay, ein Kontinentalplanet. Also, so wie die Erde. Ah, wir werden, denke ich mal, hier dann erstmal unsere Wasserwelten kolonisieren. Und darüber unsere Fernwelt pushen. Steuerung. Dann sieht man, wie viele Bewegungspunkte man braucht. Ah, das Kolonieschiff hat nur 6 Bewegungspunkte. Das kommt in der Runde eh nicht ein. Ja, unsere erste Kolonie, wunderbar. Ja, und die Erträge werden jetzt zur Kernwelt geliefert. Ein Rohstoff, ein Wissenschaft, 2 Einkommen und 6 Nahrung. Und hier das nächste Kolonieschiff. Dann aber erst in 2 Runden da. Dann haben wir unser Standard Forschungsschiff. Und halt die 2 Anführer. Und dann sammeln wir hier Anomalien ein. Produktion an unserer Schiffswerft. Ja, wir bauen ein Kolonieschiff. Ich habe mich verklickt. Das ist irgendwie, ja, hier in der Mitte. Das ist der große Befehl, um Schiff zu bauen. Wir könnten auch noch ein Aufklärungsschiff bauen. Oder eine Schatzjägermission auf den Weg schicken. Die geben dann so 200, 300 Credits. Aber ihr seht schon, das dauert jetzt aktuell noch 17 Runden. So. Das ist jetzt ein Kommandoschiff. Mit einem Forschungsmodul, also ab dorthin zum Erforschen. Und das ist das zweite Kommandoschiff. Dahin. So. Nächstes Kolonieschiff können wir in 8 Runden craften. Und ich überlege noch. Wir haben noch 428 Credits. Dafür haben wir nicht genug. Wir haben keine Ministerien besetzt. Fraktionen. Welche Fraktionen werden uns dann später zur Verfügung stehen?
Endless Emporium. Dafür braucht man einen Finanzminister. Dann kann man den kriegt, dann kriegt man einen Rabatt auf dem Bazar. Ah hier, der wird dann später freigeschaltet. Und dann kann man dort strategische Ressourcen und Luxusressourcen kaufen. Und auch verkaufen. Bruttoeinkommen wird erhöht. Dann die schimmernden Tiefen. Da bekommt man Wachstum auf allen Welten und Umweltverschmutzung wird reduziert. Also man bekommt dann auch noch mehr Nahrung. Dann haben wir Free Mind Center. Da kann man dann Tourismus erhöhen und die Schiffsreichweite. Und Warforged. Da kriegen wir eine erhöhte Produktion unserer Schiffswerften. Und Kriminalität steigt aber auch. Ja, und da kann man hier Anführer zuweisen und die Effekte verstärken. Aber das ist Zukunftsmusik. So. Man kann aber auch einfach mal einen Anführer zwischenparken, wenn man weiß, okay, der soll später eine. Das soll später zum Gouverneur werden oder zum Diplomaten. Dann kann man die da kurz mal zwischenparken. So, ansonsten. Ah, ein Anführer einem Kommandoschiff zuweisen, sagt unser Berater. Das haben wir eigentlich schon gemacht. Hier ist ein Relikt. Ein Zustimmungsrelikt, sehr gut, direkt vor unserer Nase. Ja, dann war's das für die erste Runde. Weiter geht's. Da waren gerade 15 Gegner am Zug. Wenn ich das richtig gesehen habe. So. Ja, wir gehen hier weiter nach oben. Immer der kleine Trick, den Stern anklicken. Und dann... Ja, das hier ist der einzige Planet in dem Sternsystem. Ansonsten hat man halt noch tote Welten, aber mit denen können wir als Manticluster nichts anfangen. Dann erkunden wir den Stern als nächstes. Wir können uns auch nochmal die weiteren Exekutivbefehle anschauen. Geld drucken. Zustimmung minus 10% und 500 Credits. Der Zustimmungsmalus, der dauert dann ein Jahr lang an. Das heißt, das sind 12 Monate, also 12 Runden. Aber es kostet auch 60 Kontrolle. Ja, und wir brauchen die Kontrolle hier für die Kolonieschiffe. Könnte mit dem Teleskop erkunden. Aber auch diese 15 Kontrolle werden wir nicht einsetzen. Wir haben hier unsere... Ja, unsere Aufklärungsschiffe. Die machen das schon. So. Nächste Wasserwelt. Und jetzt fließen hier schon drei Produktion, zwei Wissenschaft, drei Einkommen und 12 Nahrung zur Kernwelt. Je weiter die Welten entfernt sind, desto höheren Verlust haben wir. Also jetzt hier haben wir schon 6%. Und da vorne haben wir nur 2%. Später kann man auch noch Kolonie-Upgrades erforschen, die dann hier einbauen. Man könnte hierüber auch einen Gouverneur zuweisen, aber das machen wir nicht. Ja, das machen wir, wenn wir etwas weiter entfernt noch gute andere Welten finden, dann werden wir dort auch Gouverneure zuweisen. Ah, jetzt nicht so direkt bei unserer Heimat. So, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in ein Piratennest fliegen. Da ist übrigens eine bewachte Schiffswerft.
Und hier haben wir drei Planeten gefunden. Ein Klasse 2 Planet, ein Wüstenplanet. Ein Klasse 20 Planet. Aber dafür braucht man Extremkolonisierung. Und das ist ein verstrahlter Planet. Und wir haben einen Klasse 3 Planeten. Ja, und was jetzt bei Mantiklasse halt auch noch relevant sein wird, ist, dass wir möglichst Wasserwelten suchen, um die zu Kernwelten zu machen. Weil die Zustimmung ist, also zumindest mein letzter Stand, der nur auf Kernwelten relevant. Ja, also das hier auf Kolonienzustimmung, die können wir eigentlich ignorieren. Aber auf Kernwelten, das ist halt wichtig wegen Produktion und Forschung. Noch ein Bewegungspunkt. Geh mal dahin. Ja, nicht, dass hier Piraten sind, die uns dann erwischen. Ja, erste Anomalie erkundet. Und wir haben zwei Constructor bekommen. Das steht hier jetzt nicht, aber das hatten wir vorher gesehen. Und wir können Konstruktoren bauen. Ja, wir können auch Sternenbasen bei unseren Kernwelten platzieren, die dann zu Wirtschaftsbasen machen. Und dann kann dieses Modul ja zum Beispiel die Produktion steigern. Und drei Module haben wir bekommen. Module sind halt notwendig für diverse Verbesserungen von Sternenbasen. Ah, und jetzt haben wir ja als nächstes im Technologiebaum freigeschaltet, dass wir Sternenbasenmodule erforschen und dann auch bauen können. So. Ja, Weltraumlift. Weltraumlift führt zu Elon's Lift. Das ist ein Weltwunder. Ein Galaxiewunder. Ein Galactic Achievement. Dafür braucht man aber 5 Durantium und wir haben noch gar kein Durantium. Das würde dann einen extremen Bonus geben auf die Produktion. Plus 20%. Und dann nochmal einen Angrenzungsbonus von plus 3 auf Produktion. Hyperwellenradio. Da können wir eine weitere Politik aktivieren. Und wir können hier diesen Koordinationsturm bauen. Der gibt plus eine Kontrolle pro Runde. Und plus 2 auf Wissenschaft angrenzend. Und Haltungsdistrikte upgraden. Das ist erstmal, denke ich, die richtige Wahl. Hier würden wir die Verbindungen zu anderen Sektoren aufdecken und wir hätten die Möglichkeit, Augen des Universums zu bauen, aber dafür brauchen wir 5 Prometheon und auch das haben wir nicht. So, also hier eine weitere Politikkarte und mehr Kontrolle. Wir hätten auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt gar nicht zufrieden wären, jetzt zu reshuffeln. Und da kann man dann halt eine Priorität auswählen, die dann beim Reshuffeln stärker gewichtet wird. Kolonisierung, Produktion, Kriegsführung oder Regierungstechnologien. Aber wir bleiben hier beim Hyperwellenradio. Der Roboter hier, der gibt uns nützliche Tipps. Und jetzt erklärt er uns, wie Constructor funktionieren. Ich hoffe mal, das kriege ich auch ohne den Roboter hin. Ja, wir hatten jetzt gerade schon gesehen, wir brauchen zum Beispiel für Elon's Lift Durantium. Durantium findet man halt vor allem bei roten Sternen.
Und ja, Prometheon halt hier bei Lila. Und bei Blau findet man Illyrium. Ja. Gut. Also zwei Constructor haben wir umsonst bekommen. Die dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Wir haben eine Sensorreichweite von 6. Die Frage, also ein Zustimmungsrelikt ist schon echt gut. Da kriegen wir plus 5% Zustimmung direkt. Und wenn wir das weiter ausbauen, entsprechend noch mehr. Ist schon echt nicht zu vernachlässigen. Okay, das machen wir ruhig. Einmal das Grid aktivieren. So, wir sehen hier die Reichweite und sehen durch die, ja, die Linien halt, dass das Relikt auch in Reichweite ist. Und dann ist halt die Kernwelt wichtig, ist aber auch im Kreis. Ist eindeutig. Ob Kolonien jetzt in Reichweite sind oder nicht, das ist egal. Also müssen wir uns jetzt hier nicht über Eddie noch Gedanken machen. Ja, und dann gründen wir hier unsere erste Sternenbasis. Und das wird eine Wirtschaftsbasis. Okay. So, und jetzt müssen wir, damit wir auch von dem Zustimmungsrelikt profitieren, ein Archäologielabor bauen. Das wird jetzt hier noch nicht aktualisiert. Mal schauen, ob wir es hier schon sehen. Ansonsten müssen wir eine Runde weiterspielen. Schauen uns das in der nächsten Runde nochmal an. Ja, dann haben wir jetzt hier wieder 11 Bewegungspunkte. Ah, kann man ein bisschen forscher vorgehen. Ja, hier haben wir jetzt alles aufgedeckt. Die Asteroiden, die kann man nachher bewirtschaften, um noch mehr Produktion zu bekommen. Ah, da kriegt man einen kleinen Produktionsbonus. So, zweiter Constructor. Ja, da gehen wir ruhig mal hier in die Richtung zum Durantium. Ja, wir sind ganz schön lahm teilweise. Wir haben am Anfang beim Customizing uns keinen Bewegungsbonus gegeben. Und wir haben auch noch keinen Aufklärungsminister. Der würde uns auch noch mal plus 1 Bewegung geben. So, wir sehen hier auch Erfahrungspunkte 5 von 8, also wir sind kurz vor einem Level Up. Wir erkunden von hier. Und einmal dahin. So, und einen Bericht von unserem Aufklärungsschiff, von unserem Forschungsschiff. Wir können bekommen Opportun plus 1 und plus 3 einer Luxusressource, Anor Spice. Autoritär auf 3 und 300 Credits. Compassion auf 1 und Equality auf 2.
Ja, autoritär auf 3 und 300 Credits. Autoritär hat den Vorteil, dass wenn wir einen Trade bekommen, einen Kultur-Trade, können wir hier die eiserne Faust auswählen und dann 50 Kontrolle bekommen. Und dann hier immer schön weitermachen. Immer schön weitere Kolonieschiffe draften. So, Forschungsschiff, 9 Bewegungspunkte. Das kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr dahin. Da fehlt ein Bewegungspunkt, okay. Ja, da haben wir unser erstes Relikt erschlossen. Wird uns hier oben auch angezeigt. Ein Zustimmungsrelikt, das gibt plus 5% Zustimmung. Und das sehen wir da oben auch, die plus 5%. Ach, es kann auch sein, dass wir jetzt bei dem Patch auf 96% gekippt sind. Beim letzten Patch waren es noch 99%. Das hat mich jetzt ein bisschen in die Irre geführt. Also wir sehen hier, wenn wir die Steuern erhöhen auf normal, dann kriegen wir mehr Bruttoeinkommen, aber Produktion und Forschung bleiben gleich. Also das mit dem Zustimmungsrelikt war schon mal ganz gut. Wenn wir auf Medium sind, dann haben unsere Leute hier teilweise schon 93% Zustimmung. Also sind fast am Limit. Im Durchschnitt bei 89%. So, den einen Produktionspunkt möchte ich nicht verlieren. So, wir kunden hier weiter. Maya 1. Das ist kein. Also ein Klasse 3 Planet mit ganz guten Werten. Aber kein Wasserplanet. Okay. Aber vielleicht kommen wir hier ohne Gegenwehr durch zum roten Stern und finden dort dann Durantium. Das wäre natürlich super, schnell Durantium zu bekommen. Und dann können wir hier auch die Weltraumlifte erforschen für Elon's Lift. Okay, gut, Leute. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye, bye.